Hallo, liebe Sternenfans. Ich möchte euch an eine ganz wichtige Konstellation mit Mars und Uranus erinnern, die jetzt auf uns zukommt. Der Mars geht am 19. November ins Zeichen Skorpion und das wird die ganze Energie spürbar verändern. Der Mars hat in der traditionellen Astrologie nicht nur die Herrschaft im Widder, sondern auch im Skorpion. Deshalb steht er in seiner alten Heimat, wenn er im Skorpion ist, und entfaltet sich dort äußerst stark und wirkmächtig. Da fühlt er sich jetzt wesentlich wohler als in der Waage vorher und läuft direkt zur Hochform auf. Dabei ist er enorm stark und ausdauernd. Das ist übrigens auch eine sehr sexy Konstellation, Mars im Skorpion, wenn man das im Geburtshoroskop hat. Er ist sehr loyal, sozusagen der Krieger, der für eine Sache oder seinen Herrn bis in den Tod geht. In Beziehungen ist er auch besitzergreifend und eifersüchtig. Und jetzt kommt's. Er bildet in den Tagen darauf eine Opposition zu Uranus. Und die wirkt vom 20. bis etwa 25. und wird am 24. auch noch verstärkt durch den Mond. Da können einem dann schon mal Projekte und Pläne, die nicht sorgfältig abgesichert waren, wieder um die Ohren fliegen. Auf der emotionalen Ebene könnte die Konstellation ein unerwartetes Eifersuchtsdrama anzeigen. Außerdem ist es leider auch ein Aspekt, in dem die Unfall- und Verletzungsgefahr erhöht ist. Weil sich beide Planeten in fixen Zeichen befinden, also im Stier und Skorpion, ist das so eine Spannung, die zunächst hält und hält und sich dehnt und dehnt, weil keiner nachgeben will, bis sich die Energie mit einem lauten Knall entlädt. Deshalb seid in der letzten Novemberwoche bitte vorsichtig mit riskanten Aktionen und lasst euch nicht unter Druck setzen. Das gilt ganz besonders für diejenigen von euch, die die Sonne, also das Sternzeichen oder andere wichtige Planeten irgendwo im Bereich dieser Spannung haben. Also erste Dekade oder ganz genau genommen 0 bis 6 Grad Stier oder Skorpion, aber auch Wassermann oder Löwe. Falls ihr schon mein schriftliches Geburtshoroskop von Kosmogramm habt, könnt ihr gleich nachschlagen, ob ihr in diesen kritischen Bereichen Planeten habt. Und wenn ihr es noch nicht besitzt, könnt ihr euch eins bestellen, damit ihr meine Tipps und Hinweise immer gleich mitverfolgen könnt. Wie die Spannung für euer Sternzeichen wirkt, erfahrt ihr in meinem Horoskop für die 12 Sternzeichen im November. Und weitere Infos zu den Konstellationen findet ihr in den Videos mit der kosmischen Schwingung vom November und mit dem Mondzyklus. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen und passt gut auf mit dem Mars.